Design ist ein Ausdruck meiner Gefühle, meiner Idee, meiner Wahrnehmung des Umfelds und von aktuellen Geschehnissen. All das ist der Grundkern meiner Inspiration für meine Arbeit. Man erwartet, dass die Mode oberflächlich ist und sich schnell ändert, aber zu ihr gehört auch das Design, die Tiefgründigkeit, die man mit einer Idee und einer Inspiration ausdrückt. Der Anspruch eines Gürtels ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Er ist ein wichtiger Bestandteil eines Looks geworden. Durch ihn bekommt ein Outfit einen ganz neuen Ausdruck, einen Ausdruck von Eleganz und Stil. Im Hause Liebert liegt der Fokus darin, die Couture-Kultur in die industrielle Fertigung zu übersetzen. Der Code des Hauses von traditionellem Handwerk soll beibehalten werden, aber in die heutige Zeit transformiert. Mit der Produktion vor Ort bietet das die besten Voraussetzungen dafür. Hier bewahren wir die Tradition des Unternehmens. In dieser Kollektion geht es um Erstaunen und Überwältigen. Auf der Welt passieren aktuell so viele Geschehnisse und dieses Jahr waren wir alle von demselben Ereignis betroffen. Und ich denke, die Leute sehnen sich nach etwas, das sie erstaunt, überwältigt, etwas Besonderem. Die außergewöhnliche Epoche des Barocks ist Bestandteil meiner Inspiration. Die typisch prachtvollen Formen dieser Epoche haben mir eine neue Möglichkeit eröffnet, einen Ausdruck der Gürtel zu kreieren. Ein Ausdruck von extravaganter Eleganz aus einer Kombination aus Silber und Gold. Die Formgebung ist der damaligen Zeit gemäß, aber stellt zugleich eine Reflexion der Gegenwart dar. Leder ist bekannt für seine Stärke. Ein starkes, kraftvolles Material. Durch die Kombination der feinen Cutouts bekommt das harte Leder eine Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit, die an die Spitzenoptik erinnert. Die von Hand gefertigte Schließe erinnert an die wertvollen Schmuckstücke. Eine Kombination aus einer Goldkette kombiniert mit einer Kette aus schwarzen Kristallen, die an den schwarzen Diamanten erinnern, einer der wertvollsten Diamanten. Er ist ein Symbol für Leidenschaft und Energie, aber auch zugleich für Macht und Autorität. Ein Modell, welches an die künstlerischen Strömungen erinnert, an die barocken Künste, die erstaunen und überwältigen sollten. Durch ein aufwendiges Lackierverfahren bekommt die Schließe eine plastische Optik und lässt die Musterungen stärker wirken. Sie ist das Zentrum des Gürtels, das erste Merkmal, was man sieht, wenn der Gürtel getragen wird. Zugleich steht das Leder im Fokus. Durch die Breite haben wir dem Leder Raum gegeben, denn Leder ist ein Naturprodukt und jede einzelne Lederhaut bringt ihre ganz eigenen charakteristischen Merkmale wie Falten und Narben mit. Dadurch wird eine Einzigartigkeit geschaffen, die kaum zu übertreffen ist. Die Zeit des Barocks ist bekannt für ihre prachtvollen Stuckverarbeitungen. Sie sind ausschlaggebende Inspiration dieses Modells. Die feine Anordnung der minimalistischen Nieten bildet ein perfektes Zusammenspiel zwischen Niete und Metall. Die präzise gedrehte Schließe erinnert an die prachtvollen Räumlichkeiten dieser Zeit. Das Schmuckstück und Highlight dieser Kollektion ist dieser Taillengürtel. In seiner Pracht nicht zu übertreffen, steckt hier besonders viel Entwicklung und Geduld dahinter. Wir sind mit der Verarbeitung unserer Nietmaschinen bis an die Grenzen gegangen. Durch eine Setzung durch jede einzelne Niete auf engstem Raum konnten wir diesen opulenten Look schaffen.
Ein Gürtel, der erstaunt und überwältigt. Mit dieser Kollektion möchte ich der Trägerin ein starkes Gefühl mitgeben. Ein Gefühl von Stolz, Eleganz, Beständigkeit und Vertrauen zu sich selbst. Ein Selbstbewusstsein, welches sie strahlen lässt. Ich freue mich über diese Kollektion und bin sehr gespannt, was die Zeit bringen wird.